Hallöchen, herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal für euer Melina mit einer neuen Folge Abduction. Ja, wir waren ja jetzt mal hier drin und haben ja diesen Teleporter entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich bin an Ort und Stelle, habe ich mich ausgelockt dann gleich. Und ich glaube, hier waren wir, genau, da drüben war der Tunnel. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr hundertprozentig genau. Da waren wir nach unten reingegangen. Wir können ja noch mal reingucken. Ich muss mal neu sortieren hier heute. Genau, hier waren wir. Und hier waren wir noch nicht, glaube ich, ne? Genau. Das hatte ich mich letztes Mal beim Schneiden gesehen. Wir werden mal die gucken, was die Maschine hier macht. Oder was das wieder ist. Oder ob die überhaupt vor Adel geht. Okay. Okay. Oh, Pflanzen. Gut. Wir drücken mal das Knöpfchen. Okay, wir werden wieder teleportiert. Mal sehen, wo wir hin teleportiert werden. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Okay. Wir sind auf jeden Fall in einer Höhle. Gut, hier können wir nicht weiter. Hier auch nicht. Aber da oben steht ein Raumschiff. Wir können hier nirgendwo lang, oder was? Was soll denn der Scheiß? So, wir probieren mal hier lang zu laufen irgendwo. Können wir hier lang? Können wir auch nicht lang. Hier kann man gar nicht laufen, oder was? Scheint mir so. Ach, hier geht's runter? Ach so, halt, hier lang. Okay. Ah, da ist eine Tür. Was ist das da oben? So, dann gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Ne, hier kommen wir nicht rein. Da ist eine Karte. Da ist eine Karte, Leute. Aber wie kommen wir da rein? Mit dem Ding hier irgendwie? Nö, sieht nicht danach aus. Guck mal da oben, die Tiere. Hier ist auf jeden Fall noch Leben. Wir scheinen auf dem fremden Planeten noch zu sein. Und hier sind auf jeden Fall... sind hier Lebewesen. Was, wie kommen wir hier rein? Das verstehe ich nicht. Na gut, wir werden mal wieder zurück. Vielleicht müssen wir hier später nochmal hin. Bin schon sehr gespannt drauf. Gut. Also wieder zurück. Hier haben wir... brauchen wir vermutlich einen Schlüssel. Da oben scheint ein Raumschiff zu sein, womit wir vielleicht hier wegkommen. Und zurück. Gut, jedenfalls haben wir den nächsten Teleporter gefunden. Das ist schon mal sehr interessant. Und mal sehen, was er uns bringt später noch. Ich hatte ja die letzten Tage ein bisschen wenig Zeit und dann war es so warm hier. Ihr wisst ja selber, ich wohne im Dachgeschoss, da konnte ich dann nicht mehr großartig aufnehmen. Ich hatte letzter Zeit wenig Zeit wegen dem Wochenende wieder. Aber es war so schweinewarm wieder bei mir hier. Da macht immer das Arbeiten oder das Aufnehmen keinen Spaß, weil ich hier schwitze wie ein Ochse. Da ist der Eingang. Aber wie kommen wir da hin? Gut, hier ist Ende, also Ende. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen zurück. Zumindest wissen wir, dass hier jetzt ein Teleporter ist. Und wo wir da, dass wir da irgendwo hinkommen. War hier hinten die Tür mit den drei Codes? Mir ist nämlich was eingefallen. Jemand hatte von euch ja geschrieben, dass ich die Codes schon längst habe.
Und ich würde jetzt gerne ein, weil es ist ja ein dreistelliger Code. In mir ist ja die ganze Zeit ein dreistelliger Code im Kopf. Deswegen würde ich gerne mal gucken, ob der funktioniert. Da ist die Tür. Und das schauen wir gleich mal nach. Hier war der da drei Code. 9, 4, 9. Nee. Scheiße. Na gut, wir gucken mal in die Fotos rein. Es muss ja ein dreistelliger Code sein. Ich hätte so gedacht an irgendwas, was auf den Containern steht. Ich guck gerade, wo das ist, was so... Hier ist es. 949. Hm. Weiß ich noch nicht. Muss ich noch rausfinden. Ah, kann auch keine Zahl sein. Wie gehen wir zurück? Also Code weiß ich hier immer noch... Immer noch nicht. Ja. Na gut, probieren wir erstmal weiter. Wir gehen erstmal wieder zurück. Und schauen mal, ob wir noch ein paar, paar Rätsel lösen können oder irgendwas finden, was Neues. Wäre sehr cool, weil ich will hier endlich ein bisschen weiterkommen. Ich laufe da glatt nochmal zurück. Mir ist gerade was eingefallen. Vielleicht ist es einer der Nummern von dem Kennzeichen. Schauen wir doch mal nach. Vielleicht kriegen wir damit was gelöst. Ich gehe nochmal rein. Ich gucke mir die Fotos nochmal an. 965, mal gucken. Ach. Nee, es ist nicht. So, dann haben wir 167. Auch nicht. Dann haben wir 965, 167, 520. Auch nicht. Hm. 807. Auch nicht. Was ist das, Schiete? Ach, da haben wir noch 107. Haben wir noch. Wird es auch nicht sein. Ja. Falsch geraten. So ein Pech aber auch. Kriegen wir auch noch hin. Ja. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder was auch immer, schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und danke übrigens für alle, die mir Tipps gegeben haben, wie und welche Codes funktionieren könnten oder wo, dass ich die schon längst in der Tasche habe. Aber ich weiß immer noch nicht, welche Codes. Ah, wenn wir auch noch rauskriegen. Ich hänge fest. So, gut. Wir gehen wieder zurück. Wir sind zurück an Ort und Stelle. Ich gehe jetzt hier oben nochmal hin. So, wo kommen wir hier an? Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay, da wollte ich auch mal hin. Weil ich habe immer noch das Gefühl, dass es irgendwas mit der Telefonzelle zu tun hat. Weil die Telefonzelle kann man nicht umsonst sich das Ziffernfeld angucken. Das andere Rätsel hier mit dem Schloss hatten wir gelöst. Wir haben noch einen 3-Stelligen-Code und einen 4-Stelligen-Code. Und dann haben wir noch diese komische Kugel, die man drehen kann. Die haben wir auch noch. So, und ich werde mal... Ja, ich... Bin mir nicht so sicher. Ich werde jetzt einfach ganz frech mal die Telefonzelle fotografieren. Oh, es hängt. So, jetzt geht's weiter. Weil ich immer noch glaube... Ja, entweder die macht hier was auf oder das hat was mit den Zahlen zu tun. Das habe ich auch schon überlegt. Aber ich wüsste nicht wie. So, wir gehen mal zurück. Ja, ist nicht einfach, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, muss ja nicht immer alles einfach sein. Deswegen finde ich es mal recht angenehm, ein bisschen schwieriges Spiel zu finden. Und wenn ich manchmal fluche wie ein Ochse. Und... das Spiel verteufel. Aber es kann nur besser werden. So, ich glaube, da oben war es. Ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, die letzten Tage überhaupt nicht gespielt. Ach, ich meine, da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal hier hin. Da hinten war nämlich der Turm, glaube ich. Da wollte ich gerne mal hin. Und dafür brauchten wir einen 4-stelligen Code.
Ich habe keinen vierstelligen Code, daher werde ich jetzt mal selber nachgucken, ob man das mit den Nummernschildern machen kann, weil da sind ein paar vierstellige bei. Wartet mal, wie viele Ziffern hat das Ding? 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also 6 Ziffern. So, jetzt gehen wir mal zu den Fotos. PV 7932. PV 7932. Also, ach nein, hier ist ja falsch, was ich hier mache. Fotos. PV 793. So. PV 78. 78. 78. 787932. Jetzt schreibe ich ihn lieber auf. Ich habe bezahlen ganz schlechtes Gedächtnis, Leute. Ganz mies. Ich schreibe mir die alle mal auf. 7932. DJM 807. So, dann haben wir J520. Dann haben wir 3AD X61 Arizona A7, nee, AL 9742 NNT6403 und FL. So. Den Rest. Ich habe mir die Fotos genommen, weil ich hatte einen Tipp bekommen, nur Telefon, und habe mir das schon fast gedacht, so. Dieses Telefon ist ja, eigentlich steht es nur in der Wallerei rum, man kann nichts damit machen. Ich habe zuerst gedacht, damit geht eine Geheimtür auf oder so. Aber dann hatte ich die Nummernschilder gesehen und das sind 6 und Telefonzelle vergleichen muss. So, ich habe mir jetzt alle kurz hier aufgeschrieben. Das erste wäre PV 7932. PV 7 wäre 78 vorne. Für die PV. DJM. D wäre die 3. J ist die 5. Und M wäre die 6. So, dann haben wir hier noch eins. 1, 5. J ist die 5. 520 und dann hätten wir die 3AD. AD ist die AD. Achso, AD. 2, 3 und das X. 9. Dann haben wir AL. A wäre die 2. L wäre in dem Moment die 5 und S wäre 7. Und dann haben wir hier noch mehr. Die fülle ich jetzt aus, dann müsst ihr ja nicht alles mitkriegen. Und dann passt es. Obwohl, NT haben wir hier noch. 6, 8. Okay, den Rest mache ich jetzt so. Wir werden jetzt erstmal die ersten ausprobieren, mal sehen, ob das überhaupt so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich vermute mal nicht, aber trotzdem danke für die Tipps. So, wir fangen an. So, wir gehen jetzt hoch. Wir sind ja hier oben schon am Schaltpult. So, die erste wäre die 78. Oh Gott, wie kann man denn hier die Zahlen noch besser sehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dann ist es die 8. Wieder die 7, die 9, hier, die 3 und die 2. Dann haben wir hier die 3, 6, 5, 3, ach nee, 5, 6, 5,
6, 8, 3, 6, 7, 8. Hier ist die 8. 8, 0, 7. Das ist hier die 0, ne? Ja. So, das ist die 9, das ist die 8, das ist die 7. Auch nicht. Dann haben wir hier die 1, 5. 1, 4, 5. Dann kam das J und dafür kommt nochmal die 5. Und nochmal 5. 2, 0. Boah, ich kann die Geräusche nicht mehr hören hier. So, 3 ADX. Also da haben wir jetzt die 3. Dann kommt das A. Ah, ist, ach so, ist die 2. 3. Dann kommt die 9. 6, 1. 9, 8, 7, 6. 6. 1. Auch nicht. Oh. Dann haben wir die 2, die 5, die 7, nochmal die 7, dann haben wir die 4, oh, das war falsch, wa? Nee, doch nicht. Und die 2 habe ich hier zu stehen. Auch nicht. Okay. Dann haben wir 4, die 6. Die 8. Drei. Nochmal die 6. Die 4. Die 0. Und die 3. Hm, auch nicht. Okay. Nächste Zahlen. So, lass mal überlegen. Ach Scheiße. Ich habe einen Fehler. Ja, die hatten wir. Die hatten wir noch nicht. Aber ich glaube, das AL9 hieß das. Da habe ich ALS gelesen, glaube ich. AL9. Machen wir nochmal. 742. Dann haben wir die NT, das hatten wir gerade. GA 9415 und 1ME, ne? 107. Okay, müssen wir nochmal machen. Ich hatte hier bei dem, hatte ich jetzt gesehen gerade, es sieht bei mir bei den S aus, habe ich da die richtige Zahl genommen? Weil ich habe drei, ne, ich habe nicht die richtige Zahl genommen. Da sind nur zwei Buchstaben. Und ich habe hier drei Buchstaben ausgesucht. 2, 5, 7. Also das ist völlig falsch. Obwohl. Nee, kann ja nicht hinhauen. Gut, dann fangen wir damit nochmal an. Die anderen waren richtig, wie ich gesehen habe. So, jetzt müssen wir überlegen. Wir haben AL9. Das heißt 2, 5, 7. Nee, ist ja wieder falsch. Ah, zeig die ganzen Scheiß nochmal im 8, Leute. Also. 2, 5, 9, 7, 3, 6, 7. Ach Mann, ey. 4 und die 2. Jawohl! Wie geil ist das denn? Oh, ich hab gedacht, ich muss die nächsten drei Adressen auch noch durchgehen. So, und jetzt? Geht es jetzt? Wie geil ist das denn? Oh, gehen wir zuerst nach oben oder gehen wir zuerst nach unten? Wir gehen erstmal nach oben. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wie geil ist das denn, Leute? Oh, schön hoch. Schöne Aussicht. Fernsehgeräte. Geht nicht an. Zum Pech aber auch. Was haben wir hier?
Marei Hunrad Mofang. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Da ist Uffert. Schau mal hier, eine Kamera. Wie geil ist das denn? So, was haben wir hier? Geht nicht. Boah, zieht euch die Aussicht rein, Leute. Also, es ist wirklich eine komplette Kuppel. Was haben wir hier? Müssen wir was springen? Oh, ist ja wie bei Charlie Chaplin. Nichts funktioniert. Und das ist zur Stromerzeugung. Es geht darüber, dahin. Dahin, dahin, dahin. Darüber, darüber. Ah. Verstehe ich nicht. Na gut. Zumindest sind wir erstmal einen Schritt weiter. Wir haben eine bessere Aussicht. Und das sieht doch mal echt nice aus, Leute. So, wir fahren runter. Ich weiß leider noch nicht, was der Knopf da macht. Aber er führt hier runter. Da ist das Kabel. So, von hier sind wir gekommen. Und noch ein Stückchen tiefer. So, wo ist der Ausgang? Da. Okay. Wo sind wir hier? Ah, ich ahne was. Nee, geht nicht? Doch, geht. Wir sind am Bäumchen. Am Bäumchen, da ist das Bäumchen. So, jetzt gucken wir mal weiter, was wir noch Schönes hier finden. Hier scheint jemand gelebt zu haben. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Ach, das ist die andere Seite, wo wir probiert haben. Sehr schön, brauchen wir das auch nicht zu knacken. Aber können wir uns damit die Wege verkürzen? So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch was? Nee? Okay, das sieht aus wie ein Präsidententisch. Okay. Okay, was ist das? Kompass. Nice. Ah, guck mal da. Arizona soll das heißen, das Kennzeichen von Arizona. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Ding. Mach ich mal ein Foto von. Hier ist die. Ach so. Hier ist die andere Tür. Ah. Cool. Wir brauchen nicht so viel laufen mehr. Hier scheint einer wie ein Präsident gelebt zu haben. Was haben wir hier hinter? Nix haben wir hier. Unterstützerbelohnung. Cool. Oh, das ist ein gutes Geweih. So, was haben wir denn hier noch? Da drüben sind noch Tafeln. Was liegt hier? Joseph for Major, also Präsidentenwahl, würde ich sagen. Ja, hier scheint Joseph gelebt zu haben, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Wieder was zum Lesen. Herr Bürgermeister, nachfolgend finden Sie die gewünschten Informationen zum Entlaster seiner Geschichte und zu einem Teil seiner Funktionsweise. Solange wir denken können, ist der Energielevel des Ökosystems beständig angestiegen. Es war der Bürgermeister Sims, der verlangte, dass diese Energie aufgefangen und abgebaut werden sollte. Und so wurde das Entlasterprojekt geboren. Der Tod von Bürgermeister Farley hatte bei Bürgermeister Sims und einigen anderen Misstrauen erweckt. Und Sims hielt es für besser, die Ausreifung des Systems zu verhindern. Solange niemand wusste, was genau beim Entstehen von Früchten mit der Zellwand geschehen würde, wäre es nicht empfehlenswert, es sich möglicherweise öffnen zu lassen. In einem solchen Fall könnte sonst, was sich von außen befindet, ins Innere dringen und das, was eventuell im Inneren zu finden ist, nach außen gelangen. Das System ist durchaus in der Lage, alle vier verbundenen Welten zu drosseln. Wie Sie wissen, ist die Idee dahinter, die Kraft des Ökosystems zu unterdrücken und zu verhindern.
dass die Bäume voll ausreifen. Die Annahme, dass durch Unterdrückung verhindert werden kann, dass der uns unbekannte Reifungsprozess seinen Höhepunkt findet, hat sich inzwischen bestätigt. Wir sind also nicht in der Lage, die Reifung der Bäume direkt zu kontrollieren. Okay. Hast du einen Zettel? Okay, das scheint irgendeine. Ach, die drüben, die Maschine wahrscheinlich. Das Abbauniveau wird automatisch gemessen und reguliert. Von den Feline hergestellte instruktive Kabel werden direkt mit der Kuppelmembran verbunden, um so Energie abzuleiten. Wird der maximale Energielevel überschritten, löst sich diese Abbauphase aus und eine elektrische Ladung baut sich auf, die dann ins Wasser entladen wird. Durch die Elektrolyse werden dabei Wasserstoff und Sauerstoff freigesetzt. Oh, es ist warm hier drin. Einen Teil davon fangen wir zur eigenen Verwendung auf, doch der größte Teil wird in die Atmosphäre entlassen. Die Vorgehensweise könnte bedenklich sein, wenn das Ökosystem nicht in der Lage wäre, unsere Atmosphäre zu filtern und für einen stets idealen Zusammensetzung zu sorgen. Ein Überschuss an Wasserstoff und Sauerstoff sowie der Verfahren erzeugten Druck werden in kürzester Zeit von der Membran wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und sie wissen, schwimmen während blablabla. Mit freundlichen Empfehlungen CV. Was haben wir hier? Ach, die Bürgermeister, die wir hatten. Oder die es hier gab scheinbar. Okay, das war's jetzt schon, oder was? Nee, es geht ja noch weiter runter. Es geht ja noch weiter runter. Okay. Oh, ein Bett. Da ist noch ein Zelle. Da ist wieder diese Zeichnung. 18. 158. Ich mache mal ein Foto davon. Das ist die Steuer, die uns Feline zur Verfügung gestellt hat. Zwar können sie ihre Systeme per Vokalisierung steuern, doch auch andere Spezien begrenzten Zugriff erhalten haben. Steuer, bla 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 bla. Verbindung, Verwicklung. Okay. Das heißt also 18 und 158 und das ist die 5. So, was soll mir das sagen? Foto habe ich gemacht. Hier mein Battle. Eine Unterstützerbelohnung ist hier wieder. Eine Trompete. Ein Grammophon. Und da geht's raus. Und die, oh, ein Lokus. Mit einem Duftbäumchen. Was für ein Geruch denn? Steht nicht da. Schade. Wäre lustig gewesen. Vanille oder so. Oh, hier haben wir noch eine Kiste. Können wir da was finden? Nee, wir können nicht finden. Können wir auch nicht bedienen. Wo kommen wir jetzt hin? Okay, hier ist so eine Maschine, die müssen wir bedienen. Damit machen wir bestimmt das Tor auf, oder? Genau. Wir können jetzt zum Bäumchen. Bäumchen, Bäumchen. Wir rennen mal ein bisschen. Ein Zug. Und gucken mal nach, ob wir in den Baum oder zu dem Baum da rein können. Jo, das Tor ist offen. Sehr schön. Sieht ja schon nice aus. So, aber hier ist nichts. Aber oh, hier ist die Leitung, die wir reinlegen. Okay. Wow. Das erinnert mich so an Sleepy Hollow. Man soll lieber nicht in den Baum reingehen. So, unsere Leitung, die wir aufgedreht haben vorhin, die fällt hier runter. Ich renne mal ein bisschen zwischendurch. Okay. Boah, geht es tief runter, Leute. Boah, alter Falter. Okay. Was ist das? Willst du die Wurzel sein? Okay, da sind... Bloß... Was soll das so... Hä? Was bedeutet das? Okay. Weltall? Wie geht denn das? Schlauch führt hier rein, aber da ist ja nichts. Sieht das geil aus, Leute. Das sieht richtig geil aus. So, hier haben wir ein Bedienfeld. Ich guck mal erstmal weiter. Hier ist das gleiche Spielchen, bloß schönere Farben. Okay, und hier wird das gleiche sein.
Ja, hier ist genau das gleiche. So, was haben wir hier? Hier haben wir die T-Stücke, die Verbindungsstücke. Die sind, daran können wir nichts machen. Wir können also nur an diesen Terminal hier rangehen. Hier kann man nichts machen. Den Hebel aber. Okay, jetzt kriegt der Baum. Okay. Oh, was passiert jetzt? Ist das, was oben im Bild war? Strom! Der Zeiger bewegt sich, oder? Ja, der Zeiger bewegt sich, Leute. Wir produzieren gerade Strom irgendwie oder zapfen Strom an. Was bringt uns das? Oh, da ist jetzt grün. Kann man da jetzt durchgehen? Es sieht so aus, ne? Wir hier rein. Geil. Das kommt ja richtig cool. Was, wieso können wir da nicht rein? Was soll ich denn jetzt machen hier? Einen anderen Eingang nehmen? Hier ist rot. Da geht's auch rein. Da ist nochmal eine Wurzel, seht ihr das? Also einfach nur das Spiegelbild ist. Von dem Eingang. Und ist hier das gleiche Spiel? Hier ist blau. So, ja, es ist nur ein Spiegelbild. Guck mal, da geht der Schlauch auch hin. Oder sind es Säulen? Der Schlauch geht hier rein. Okay, das sollen... Sollen das vielleicht Parallelwelten sein? Was hat das mit dem Zeiger auf sich? Aber das wollen wir beim nächsten Mal rausfinden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr seid nächstes Mal dabei, wenn wir weitere Rätsel nächstes Mal lösen. Und ich hoffe, ihr seid wieder dann dabei. Ihr könnt mir einen Kommentar da lassen oder ein Abo da lassen. Oder noch besser, ein klein, dickes, fettes Berliner Däumchen da lassen. Ups, ich wollte gerade springen. Bin echt gespannt, um was es hier geht. Zumindest sieht es sehr geil aus. Aber wie gesagt, das werden wir dann alles bei der nächsten Folge erfahren. Und somit sagt ihr Berliner, schön mit Öl, bis zum nächsten Mal.